Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Schwarze Handschuhe, ein weißer Kragen und auch das restliche Outfit ist stilvoll in Schwarz-Weiß gehalten. Diese Springspinne erinnerte Biologen so stark an den Look des kürzlich verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld, dass sie ihr kurzerhand dessen Namen gaben. Die in Australien neu entdeckte Spinnenart heißt nun ihm zu Ehren Iotus Karl Lagerfeldi. Eigentlich glänzen die Springspinne der Gattung Iotus eher durch ihre Farbenpracht. Ihre Lauf- und Tastbeine sind oft knallrot, blau oder grün gefärbt. Wie alle Springspinnen besitzen sie zudem besonders große Augen, die ihnen ein räumliches Sehen ermöglichen. Diese Fähigkeit benötigen die Spinnen, wie sie keine Netze bauen, sondern ihre Beute im Sprung fangen. Gut zielen zu können ist daher für sie enorm wichtig. Vor kurzem haben Forscher zudem herausgefunden, dass Springspinnen auch überraschend gut hören, obwohl sie keine Ohren besitzen. Die Springspinne besitzt vier große schwarze Augen, die die Biologen an die Sonnenbrille des Modedesigners erinnerte. Zudem hat sie einen weißen Kragen in der Halsregion und die Beine sind schwarz und weiß. Insbesondere bei den schwarzen Krallen mussten wir an die Handschuhe von Lagerfeld denken, sagt Harms. Die Männchen dieser Art tragen zudem am ersten Beinpaar einen Fächer von langen schwarzen Haaren, auch das war eines der Markenzeichen von Lagerfeld. Zu Ehren des verstorbenen Modeschöpfers haben die Biologen die neu entdeckte Spinnenart nun Iotus Karl Lagerfeldi getauft. Es handelt sich um eine Ehrung und ich denke, dass sich Karl Lagerfeld sich über das Tierchen gefreut hätte, meint Harms. Obwohl die Gattung Iotus in Australien weit verbreitet ist, weiß man bisher wenig über ihre Biologie, über die genauen Lebensbedingungen und Verhaltensweisen wissen wir wenig bis gar nichts, außer dass sie in der niedrigen Vegetation leben und dort auf die Jagd nach Insekten gehen, sagt Harms. Wir kennen aber zum Beispiel die weiblichen Tiere nicht, da bisher nur männliche Exemplare gefunden wurden. Nachdem wir die Art nun beschrieben haben, hoffe ich schon, dass wir bald mehr über sie erfahren werden. Die Biologen vermuten aber, dass auch Iotus Karl Lagerfeldi ähnlich wie viele andere Springspinnen seinen Fächer beim Balztanz einsetzt. Dabei tänzeln die Männchen vor der potenziellen Partnerin hin und her, vibrieren mit dem Körper und schwenken den Haarbüschelfächer. Von Iotus Karl Lagerfeldi gibt es solche Aufnahmen nicht, aber da die Männchen die gleichen Merkmale haben wie bei anderen Arten, kann man davon ausgehen, dass sie es auch machen, sagt Harms.